So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts 3. Es ist Chaos Sonic X 89 und... Keanu, hi. Und während das blöden wir weiter in die Kassen aus. Nee, wir suchen eigentlich nach dem verschwollenen Commander. Der angeblich hier in dieser Abteilung sein soll. Und der einzige Tipp, den wir hatten, ist Musik. Also hier wird ja schon mal ein bisschen getanzt von diesen Pflänzchen. Musical Toads, ich glaube, hier könnten wir richtig sein. Ja, das sieht so aus. Is this it? Come on, Sora! You've never used a record player? Huh? You... Like this! Whoa! Aber irgendwas klingt komisch. Wait, did that sound off to you? Huh? Hey! Sora! There's some kind of strange noise coming from the orchestra! Got it! Woody, you keep the record going. Whoa, 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 whoa! Tja, finden wir jetzt den Fehler? Welcher Musikant spielt falsch? Der sich so komisch bewegt. Something seems to be stuck in this tuba. I'll get it out. Almost got it. There! Corporal! Uh-huh. You all right, son? Yes, sir. That's the soldier Sarge lost contact with. So, you found Ham? Yes, but... While I was radioing in, a giant hand grabbed me, and it stuffed me in there. They must have taken Ham to another location. We have to hurry. Wait, Corporal. You're not fit for action. But Sarge... Your tour is over, son. And it's all right. Our trusted allies will take over. I will move the corporal to a safer location. Good luck, gentlemen. Huh? Hey, 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 hey! What is going on? Oh, right! Woody! Mission complete! Why didn't you tell me a little sooner? Wie kann er außer Puste sein, wenn er ein Spielzeug ist? Sorry, there's no time to rest. Ham needs us. So, den Soldaten haben wir schon mal. Jetzt müssen wir noch Specky finden. Oh, ist er gut. Gibt das hier irgendwas, wenn ich noch länger hier rumlaufe, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das klang jetzt sehr enttäuscht von. Das hat doch nicht gepasst. Ich glaube nicht. Gefällt mir. Ich glaube, du schneidest dich noch in einen Best-Topf. Irgendwas besonders hier oben. Do you hear something? I think it's coming from over there. Okay, dann schauen wir doch mal nach. Da ist sonst. Moment, war dahinter was? Du ein ja, irgend so ein Tierchen.
Jo, nichts Cooles. Schade. Talk about cabin fever. Thanks for the save. You okay, Ham? Yeah, aside from being locked in, the accommodations are fine. What a tiny little house. Whoa! Who is... What's wrong? She's back! That's the doll that... Strapped up by me, gefällt die Puppe. Ham, take cover. Copy that. One stay in the dread breakfast was enough for me. Not another possessed toy. Guys, look alive. Sieger die Risiko. Hä? Wow. Zwei Angriffe, mal ist schon low life. Und was der Kampf noch schlimmer macht, es kommen auch noch ein paar andere Herzlose zu Hilfe, weil die einfach wieder aufgetaucht sind. Einerseits die Puppe als Gegner und dann noch die anderen Herzlosen. Aha. Aber dafür hilft uns ja die Attraktion ein bisschen. Wo ist... Da ist Vita. Oh Gott. Danke für Maggie für... Da ist die Puppe, okay. Da ist sie. Ach, okay, wenn sie immer hochspringt, dann wissen wir schon mal, dass sie den Stampfen machen will. Da kam ich jetzt nicht weg. Oh, Finale. Hoffentlich trifft sie. Ja, ein bisschen was. Es ist immer noch besser, als wenn sie gar nicht trifft. Das ist jetzt gerade die Kommandos genau dann kommt, wenn man in der Wut-Modus ist. Sportsfreund und maximal MP gestiegen. Wow. Oder vielleicht war es sogar Sportsfreund. Jetzt am Ende dachte ich nochmal, shit. Das war auch mein Gedanke. Ich habe nämlich versehentlich Hazardous eingesetzt, was ich gar nicht wollte. Wait. What if we end up just like her? Forgetting ourselves and attacking each other. No way, Buzz. That won't happen. No way. You guys are too strong. You can't be sure. What if I get taken over, then attack you? Buzz, you're overthinking it. Yeah.
The Heartless, the darkness, can only creep in when our hearts falter. Trust me, you'll be fine if you don't lose heart. Well, that's good. Because I know you, Buzz. You'll never lose heart when it comes to your friends. True enough, cowboy. Sorry to have worried you all. No problem. Now, let's go find the others. A flying saucer! I think I know who that might lead us to. Come on, guys! Hey, Woody. I just slow you down with all the loose change I'm carrying. I'll hang by the entrance. No problem. Be safe, Ham. Yeah. Hey, thanks, buddy. You just take care of your old self. Now, let's follow that UFO. Right! Yay. Wir sind für ein Flugobjekt folgen. Ich bin immer noch im... Okay, ich wollte eigentlich hier den Ballon einfach nur so kaputt machen. Hm. Sehr gut gemacht, Donald. Ja, du kannst es am besten, wenn es darum geht, den dann zu heilen, wenn es zu spät. Wobei... Ich glaube, wir haben die Kuppermünze bisher noch gar nicht gebracht. Selbst wenn sie dich da erwischt hätte, du hättest du überlebt. Beast and Bugs Wandwerbung. Und wo zur Hölle ist dann die? Irgendwo wird die schon sein. Wir werden ja noch öfter hier rumrennen. Solltest du sie irgendwann zufällig mal sehen, dann sagst du mir Bescheid. Hm. Dann knips ich die. PlayStation-Symbole. Ja. Ich frag mich, wie das auf der Xbox aussehen würde. Da wären dann wahrscheinlich die Xboxe, kann ich mir vorstellen. Ja, natürlich. Wirklich? Muss ja so. They have come for us. The mystic portal awaits. Die kommen mir immer so zugedröhnt vor. Mhm. Oh no! Wait! Stop! Farewell! It's getting away! Don't go! Keep going, Sora! Das ist das Kackteil da oben. Hm. Und wir müssen das so lang klappen, bis dessen Balken leer ist. Mhm. Und das kann sich teleportieren. Ich hatte noch ein paar Freunde bei sich. Sonst wäre es doch langweilig. Hm. Ha, hast du daneben gehauen, Idiot. Ja. Wir waren auch noch im Invincible Frame während dem Kommando. Au. Aber dafür hat er sich jetzt gerade gerecht. Glaubt, wir sollten vielleicht lieber doch heim. Weil, glaubt der Roboter könnte uns töten? Auf jeden Fall definitiv jetzt. Wo bin ich? Hallo? Ach, da auf dem Trampolin. Ey, was war denn jetzt auf einmal mit der Kamera los? Ja. Das Ufer ist linke Seite hin. Da ist es jetzt. Boah, ey.
Wenn es ums Bam geht, dann können sie es richtig. Hey. Bleibst du mal da stehen, du Drecksufo? Ich sehe mich wieder nicht. Hazard, nee, Ding, geh bitte weg. Oh, ich hasse es. Ich mit letzter 40 Energie dann nerven muss. Endlich! Jetzt haben wir auch Blitz. Das müsste wie im Vorgängerspiel auch ein neuer Zauber sein. No more. Nirvana will not be reached. Sorry I trashed your ride. Fear not. We still have our new home. The Chamber of Andy. They're right. This isn't where we belong. We've been in this toy store long enough. It's time for us to go home to Andy's room. But... Xehanort told us that room isn't even his real room. Can you prove that any of that nonsense is true? And even if that Andy's room is fake, it doesn't mean he's not somewhere in this world with us. I'm going home to wait for him. No more debate. You with me, Woody? You're right, Buzz. Now that we're all accounted for, we should meet up at the entrance and go home. Okay. We could have used friends like you for the final showdown. But Organization 13's our problem to solve. Yeah, I can take him. I'm not so sure about that. Guys, can we see you off? That would be great. Oh, momentan noch nicht. Ich will erst noch mal hier rumgucken. Sora hat doch nicht ganz unrecht, was mit Donald betrifft. Vor allem genau jetzt. Das ist der größte Beweis. Ja, ja, Donald. Sora. Da war so ein blöder Zug im Weg. Haben wir hier oben irgendwas? Ja, eine Truhe. Mit einer Abbasskette. Je mehr Truhen ich hier so finde, desto weniger muss ich am Ende suchen. Genau, mit Memblem. Nur wollen mir gerade keine mehr einfallen hier. Und spontan die halt immer zu sehen, das ist dann immer glücksabhängig. Ob einem was auffällt oder nicht. Müssen halt Kassen wieder daran glauben. Genau. Ich muss auch bald neue Potions kaufen, denn wir dürften nicht mehr so viele haben. Da sind ja noch einige durch den letzten Boss draufgegangen sein und dann durch meinen Boss. Hier ist dann nichts mehr, oder? Nope. Gut, dann können wir merken, dass die Potions nicht mehr genug heilen, müssen wir dann auf High Potions umsteigen. Aber momentan reichen die ja noch. Ich gehe jetzt mal kurz zurück. Wir haben so etwa um die 80 und die heilen so um die 80.
So. Kaufen. Wir brauchen dringend eine Kuppermünze und dann. Wir haben keine mehr auf Vorrat. Wow, wir haben gerade alle verbraucht. Wir haben so viel, dann gebe ich mal ein bisschen mehr Geld aus. Komm, holen wir direkt mal 50. Ja, 50 aufs so, Loch. Zack. So. Ich glaube, wir sind dann wieder welche ausgesucht hat, die jetzt automatisch ausgerüstet. Wenn man wieder welche hat. Ausrüsten, Sora. Okay. Hat automatisch. Sehr gut. Oder hatte die sogar noch am Anfang im Inventar? Ich weiß es auch nicht. Ja. Irgendwas davon war es. Mhm. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder mehr als genügend. Moment, war das nicht? Let's see. Wall Street Ninja 2? Baron Rex? Wobei. Der wollte ja irgendein Poster haben. Hm. Space Cat? Was war das? Ach, da müssen wir wieder zum Mogri Shop gehen, um es herauszufinden. Aha. Shit. Wow. Ja, danke. Ich kämpfe bestimmt nicht ohne Roboter gegen den Roboter. Hm. Das wäre glaub Selbstmord. Also viel Schaden wie der gemacht hat. Also. Hier steht auf jeden Fall keine Roboter rum. Ja, die sind wahrscheinlich alle unten. Ja, wir sind auch in dem Stock jetzt. Was war jetzt unser Ziel nochmal? Das habe ich jetzt voll vergessen. Ich glaub, zum Eingang zurück. Sarge, roll call. Sir, yes, sir. Roll call. Alto is falling. Sarge, Army men times four. Ham, aliens, one, two. Three. Wait. Where's Rex? Eh, he took off. Said he wanted to prove to you you could trust Sora. He's up there by the video games. Well, here we go again. Huh? This is about us? He's not safe. The Heartless are out there. You're right. Sora. Donald. Goofy. Any chance you could help us one last time? Sure. Thanks, guys. Dann nochmal da hoch. Ham said Rex was in the video game section. Oh boy, let's go. Na gut. Also dann alles bitte nach oben. Oh, flump. So, das war 3. Meine ich. Ja, da ist der Highscore-Laden. Ey, flop. So, für alle Fälle werde ich jetzt mal ein Zelt einsetzen. Never looked this good. The clothes kind of match. Huh? Hmm? What do you know? They are video game figures. See? I told you, Buzz. They're toys. Just like the rest of us. Well, I suppose. Donald, I thought your magic decided how I look. Explain.
simple, that's not new. Say, Riku would make a great action figure. Must be him. No, it's me. I've got the black clothes and, So what? All right, everyone. Now that we're back together, it's time to return to Andy's room. Now? But can't I at least check the strategy guides? I want to know how to beat Bahamut. Next time. Oh. Right now, we need to go home. Oh, but you needn't rush off. Xehanort! I have more to observe. I can't let you leave yet. It's us that you really want. Leave the others out of this. You would say that, Champion of Light. Very well, let's skip to the final stage. Buzz? What's the matter? Come on, Buzz. Quit fooling around. Look out! I can't believe it. Buzz has been taken over? What did you do to him? I thought I made it clear. I am testing the strength of their bonds. In this world, toys have hearts. And those hearts come from a powerful bond. So what happens when those bonds are stretched to their limit? When they are worlds apart, can cloth and plastic hold on to their hearts? All I needed was a wedge to widen the divide. Someone like you to fill them with distrust and doubt. And that chasm you created can be filled with a vast darkness. Witness it for yourself. Do something! On my way! Not this time. Haven't you heard? In this world, you come from a video game. So now you can watch my experiment from inside that screen. That is, if you manage to find a moment's rest. There's got to be a way out. Buzz, Woody, hang on. Sind alle Giga-Spielzeugroboter. Mhm. Und da kann ich mir auch die Umgebung zur Nutze machen. Da haben wir an der Zeit. Wenn ich sowas angreife. Bomben zum Beispiel. Damit ein Energiefeld. Das ab und zu mal triggert. Luftfelder, die einem noch hoch katapultieren können. Mhm. Und am besten schaut dann auf noch oben rechts auf der Karte, könnt ihr in etwa sehen, was sich die jetzt was mit den Gigas-Robotern gerade alle befinden, weil es wäre auf jeden Fall schlau, sich nicht einkesseln zu lassen. Mhm. Ich glaube, es gibt nur begrenzte Roboter hier. Wenn man alle besiegen muss, dann ja. Und Teil ist jetzt schon nett, jetzt kommen schon ein paar Sondermodelle, die ein bisschen stärker sind als die normalen noch machbar. Ja,
weil eine Bombe genügt, um die komplett zu desintegrieren. Und in der Nähe hätten wir jetzt sogar noch einen Roboter. Wenn sie nicht spawnen, wenn man zu weit entfernt ist. Weil jetzt gerade schon stärker war. Wow. Also oben rechts sehe ich auf jeden Fall noch einen mit Taser, aber der hat wahrscheinlich nicht sonst schnell Schuss. Ja, und das ist der letzte, also sozusagen der Hauptboss. Ein goldener Gigas. Und wenn der weg ist, dann hat man gewonnen. Wenn ich das so richtig sehe, ist das sogar der einzige Überlebende. Ist der ein schlauer Kerl? Ja, jetzt sollten wir definitiv den Roboter wechseln. Oder gleich die Bombe eliminieren, wenn er schon in der Nähe ist. Könnte eng werden. Und ein weiterer Accessoire-Slot für Sora. Ohne Roboter wechseln. Und Pixelherz, bin alles mal mit dem du mit Hilfe. Ob Kommando Randall Ralf zur Unterstützung herbeirufen kannst. Und das ist sozusagen seine Beschwörung. Man macht das so alle Minecraft an Blöcke mit Kanonen. Und wenn man die richtig platzieren kann, können die ordentlich Damage schauen. You alright, Sora? Yeah, I'm just fine. And you? Oh. Wait, where's Buzz? He disappeared into a dark corridor. Oh. Sora, how do we get him back? I don't know. My power won't open those. Sir, did I hear you say dark corridor? That's right, Sarge. Any ideas? Well, it might be a long shot, but we've sighted a shadowy portal in the Kid Corral. We can infiltrate from a window inside babies and toddlers. I'll head there and get it open. Sarge, you're a lifesaver. You guys in? Yeah! Yeah! Please promise you'll bring Buzz home. With batteries included? Journey safely. Farewell! Don't worry. We're gonna get our friend back. Aber bevor wir ihn holen, müssen wir leider... Ja, jetzt haben wir auch Verum Rex Beat of Fleet freigeschaltet. Also wenn ihr gerne das Minispiel nochmal spielen wollt, könnt ihr es gerne tun. Aber bevor wir jetzt wirklich Bass retten, müssen wir jetzt den Part an der Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir uns dann um Bass kümmern. Hoffentlich können wir ihn retten aus diesem Korridor der Dunkelheit. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann.
Ciao.